Willkommen zurück zu Let's Play GTA The Ballad of Gay Tony. Yeah. Und Tony ruft gerade an, wir gehen mal ran. Hey Tom, what's happening, boss? You've been hanging out with people behind my back? I've been trying to make us some money. Yeah. You have anything to do with a little boating accident that went down and it's all over the news? Me? I don't even like swimming. Good, because the people on that boat were good people. Freedom fighters trying to stop people smuggling in Asia. Really? I heard there was shit. I heard... No, I'm shitting with you. They were arms smugglers, hitched to some of the worst governments in West Africa. But I had you. I fucking had you. You fucking idiot, Luis. Don't turn into a freedom fighter. We don't have the luxury of that right now. And stop going solo on me. Not now. I wasn't involved, T. Of course not. But if I had been, it would have been for us. For the business. Sure. You be careful, Luis. Yeah, okay, gut. Wir machen heute... Aber ein kleines Doch-Mission, wir machen ein Spiel- und Spaß-Part. Denn ich habe schon Armando und Enrique angerufen. Mit denen gehen wir jetzt ein paar Minispiele machen. Das müssen wir alles für die 100% machen. Da sind sie, hallo. Aber wir holen uns ein Taxi. So, wo gehen wir denn hin? Wir müssen mehrere Dinger machen, mehrere Minispiele. Alter, falsche Richtung gegangen oder was? Genau, wir fangen an mit Air-Hockey, wir müssen noch Dart spielen gehen, Pool und Golf. Wir machen mal Air-Hockey. Ich muss dazu sagen, ich habe schon aufgenommen, ich habe schon Air-Hockey, Pool und Dart gemacht mit denen. Auch aufgenommen, aber die Sounddatei war im Arsch. Mein Mikrofon war falsch eingestellt, das tut mir leid. Gut, es kann euch egal sein, aber ich muss jetzt halt neu aufnehmen. Deshalb habe ich das alles schon gemacht, aber wir machen das alles nochmal extra für euch. So, wir spielen. Kommt ihr? Wir spielen Air Hockey. Das habe ich ein bisschen. Also, das habe ich ein bisschen verkackt. Wir spielen mit Armando. Da habe ich 3 oder 4 Spiele gebraucht, um zu gewinnen. Da war ich richtig kacke. Ich hoffe, ich bin jetzt ein bisschen besser. Dann kann ich auch eventuell noch Golf zeigen. Ich habe ein paar Erfolge freigeschaltet. Windows Live-Dingens da. Dadurch. Aber. Mal schauen, ob ich auch was für Golf bekomme. Sehr schön, 1-0 für mich. Bis 7 geht's. So. Sieht doch schon mal besser aus als eben. Na, Dart war leicht. Pool habe ich auch direkt gewonnen, obwohl ich da auch richtig kacke gespielt habe. So. Ich musste Aktivitäten mit Freunden machen, wie in GTA 4. Allerdings anscheinend nur mit Armando. Und mit Enrique, da muss ich noch essen gehen, trinken gehen und Strip-Lokal und halt die 4 Minispiele da. Und nicht mit allen das machen. So habe ich das jetzt verstanden. Ich hoffe, das stimmt, dass ich nicht mit all meinen Freunden das alles machen muss. Ich mache das jetzt erstmal alles mit Armando und Enrique. Die sind immer zusammen, wenn ich Armando oder so anrufe. Und dann sehe ich ja weiter, ob ich da genügend Prozente bekommen habe dafür. Für die ganzen Aktivitäten da. Wie gesagt, heute möchte ich gerne 4 Aktivitäten machen. Oder 4 Spiele, besser gesagt. 4 Minigames. Essen gehen, trinken gehen. Kommt drauf an, wie schnell wir sind. Yeah. Ah ne, ich glaube, ich kann nur 4 Aktivitäten machen. Auf einmal. Hintereinander. Oh, jetzt bin ich gut. So, ohne Scheiß, ich war extrem kacke. Eben. Aber das habt ihr ja nicht gesehen. Da habe ich erstmal schön 3, 4 Spiele verloren. Immer schön Eigentore gemacht. Und das sieht doch ganz gut aus. Hat er überhaupt schon getroffen? Ja, das backt manchmal da rum. Ist auf jeden Fall cool, ROG. Das gab es ja in GTA 4 nicht im Hauptspiel. Ich habe auch übrigens zu Hause in ROG. Also ich habe so einen Kickertisch. Das ist so 9 in 1 nennt man, heißt das irgendwie. Das sind 9 Spiele. Da kann man den Kicker abnehmen und da unten drunter ist dann noch ROG und Mini-Billiard. Und noch andere kleine Spiele. Ist eigentlich ganz cool. Ja. Okay. Das ist dumm, okay. Also das steuert man mit dem linken mit dem linken Stick. Und mit dem rechten ist er so, macht er so einen stärkeren Schlag. Dann mache ich eigentlich immer. Drückt manchmal beide sogar, eigentlich immer. Jetzt brauche ich mal wieder ein paar Punkte, weil ich will mich nicht zu lange hier aufhalten. Damit wir auch noch Zeit haben, Golf spielen zu gehen. Golf, gut, das haben wir ja schon gesehen in der einen Mission, wo wir den Typen, wo wir den Typen abgeschossen haben, der an den Golf angekettet war. Bin ich mal gespannt, wie gut ich darin bin. Na komm, jetzt mache ich aber keine Punkte mehr, das ist unfassbar.
Ja, du hast gewonnen, sehr schön. 5 Minuten, ja, super. So, wir beenden hier aber. Minispiele muss ich gewinnen und wie gesagt, muss ich mit den Freunden machen. Also ich hätte jetzt auch gegen KI spielen können. Und dann hätte ich zwar Prozente bekommen, aber nur für gewonnene Minispiele, nicht für Aktivität mit Armando und Enrique. Nein, komm Taxi. Jawohl. Ich fahre da jetzt überall mit dem Taxi hin, weil ich habe da jetzt keinen Bock drauf, überall hinzufahren. Ah, die sind ja schon drin. Schon wieder gebeamt worden. Was machen wir? Dart, hätte ich Bock drauf. Dart, ja. Dart habe ich direkt gewonnen eben. Das war leicht. Da habe ich 2 Würfe gebraucht, also 2 Runden. Er hat einmal geworfen. Da war ich wieder dran. Alter, wie der da hält, ey. Achso, das ist so ein Hindern. So Hinterhofladen. Ah, geil. Findet man ja überhaupt nicht. Oh, falsch. Ich glaube, die haben nicht viele Dings hier. Viele Besucher. So. Dart. Kommt, macht hin, ich will spielen. Hallo. Wollt ihr mich verarschen? Wo seid ihr denn? Hä? Wo sind die denn langgelaufen? Jetzt kommt schon! Ah, geht doch. Nochmal mit Armando. Wir machen alles mit Armando. Ist ja eigentlich scheißegal. Ja, wie man da spielt, das weiß ich. Ich denke, ich auch. So, wir werfen natürlich erstmal in die Turbo 20. So, das ist nicht schwer. Ich hoffe, ich mache das so gut wie eben. Okay. Und das, wie er spielt, überspringen wir. Sehr schön. Jetzt bin ich wieder dran. Ich brauche noch 121. Das heißt, einmal dahin. Noch 61, deshalb gehen wir in die Triple 19. Noch 23. Habe ich getroffen? Hä? Ja, ich bin auch dumm. Hier ist natürlich die Triple 19. Wie viele Punkte noch? Noch 23? Dann machen wir nochmal. Nee, Doppel 19 bringt ja nichts. Werfen wir einfach in die 11. Wo ist die 11? 11, 11, 11, 11, 11. Wo ist denn die 11? Hallo? Da. Da müssen wir... Ich weiß jetzt nicht. Ich hab's verkackt. Weil ich... noch 12 Punkte. Okay. Da habe ich jetzt schon gewonnen. Noch 12. Das heißt, einmal in die... Wo ist die 6? Ne, ich kann auch einfach in die 10 werfen. So. Und jetzt in die doppelt 1. Das muss hier sein. Genau, da ist die doppelt. Das war dumm. Du gewinnst, ja. Egal. Hauptsache gewonnen. Das war ja noch leicht. Aufhören. Sehr schön. Nächstes Spiel. Muss zacki zacki gehen. Oh, da ist das berühmte Pisswasser wieder. Gibt's ja auch wirklich. Kann man sich bestellen. Pisswasser. Taxi. Ich möchte... Oh. Ich dachte, ihr werdet immer gebeamt. Warum kommst du... Warum laufe ich immer hier rein? Warum kommst du auch nicht? Ey, willst du mich verarschen? Wo ist denn der jetzt? Wo ist denn der? Okay. Alter! Ich verstehe das nicht. Normal beamt die sich doch immer. Jetzt können sie das auf einmal... Ja, wo ist der denn? Was macht denn der hier... Alter, ey, so behindert, ey, sind die. So behindert sind die Jungs. Ich will ein Taxi, ich will ein Taxi. So. Einsteigen. Und wir gehen. Pool. Da bin ich wieder kacke drin. Mach mal deinen Arm weg. Danke. Internet müsste ich mal gehen. Weil ich krieg da ja auch E-Mails. Muss ich mal bei Gelegenheit machen. Ich hoffe, ich denk dran. So, ich möchte gerne die 4 Minispiele hier, oder die 4 Spiele, in diesem Paar zeigen. Das wäre nämlich sehr toll. Ich kann nämlich bis zu 4 Aktivitäten machen. Und nochmal mit Armando. Okay. Das wird jetzt gerade schlecht. Es tut mir leid. Achso, fuck, schon wieder falsch. So. Okay, das war extrem kacke. Können wir auch nicht überspringen. In Ash versenke ich immer die weiße Kugel zuerst. Beim Anstoß oder wie man das da nennt. Können wir auch nicht überspringen. Also steht da nicht. Okay, das wird jetzt wieder ein Geduldsspiel. Der guckt schon auf die Uhr, der Barkeeper.
Na komm. Er hat die halben anscheinend. Oder? War schon entschieden? Ja, er hat ja einen versenkt. Das muss man auch in GTA 4 spielen. Ja, ich muss die vollen. Wir ändern erstmal die Sicht. Voll. Alter, ist so behindert gemacht mit den weißen Punkten. Und mit der Steuerung auch. Ja, ich mache einfach mal. Ja, fuck. Das kann dauern, Leute. Das kann dauern. Aber zum Glück habe ich Aero-G direkt hinbekommen. Gut, ich habe ja auch ein bisschen Übung gehabt. Oh, wie geht das denn? Geile Musik. Und ein Cube 3D-Automat. Das müssen wir zum Glück nicht spielen. Oh Gott, die liegen so behindert, die Kugeln. Ja. Oh, nice. Der war nice. Aber die Kugel liegt auch so behindert. Die liegen echt alle behindert, meine. Alter. Ja, wir machen einfach mal so. Oh, 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 Alter, das war Skill, aber es war mehr Glück als Skill. Gib ich sogar zu. Okay, ich habe aber falsche Kugel zuerst berührt. Deshalb darf er die weiße Kugel hinlegen. Aber Hauptsache, ich habe meine versenkt. Darauf kommt es mir jetzt an. Na komm, Lloyd Banks. Der sieht aus wie Lloyd Banks, habe ich ja schon mal erwähnt. Oh. Jetzt darf ich die weiße Kugel platzieren. Foul. Machen wir doch einfach mal hier und meistens verkacke ich die dann immer. Ja, ich glaube, ich verkacke sie. Okay, zum Glück. Meistens verkacke ich die echt. Das ist immer bitter und peinlich. Ah, die liegen, glaube ich, schon perfekt, oder? Nee, habe jetzt einfach mal probiert. Fuck, ich habe die weiße Kugel schon wieder. Die liegen echt nicht perfekt. Also, die Hilfslinie da und so. Muss man echt selbst gucken. Aber das ist echt dumm gemacht. Also, es gibt echt bessere Simulationen von Pool. Finde ich. Alter, nein! Oh, nicht versenkt, aber macht er jetzt rein. Fuck, hat er versenkt. Ah, nee, jetzt. Ah, ja. Okay, er führt, glaube ich. Ja, ich muss noch 4-2. Plus die schwarze. Wenn ich jetzt richtig geguckt habe. Alter, wie abgeht. Oh, Gott sei Dank. So, aber da liegen die Kugeln noch perfekt. Kann ich noch ein paar versenken. Ja, das müsste eigentlich gehen. Sehr nice. Jetzt hat... Oh, das hat sie gut gelegen. Automatisch. Die liegen doch... Ich mache jetzt einfach mal. Okay, die liegen doch nicht gut. Die liegen doch nicht gut. Ob jetzt nicht mehr. Es sieht immer gut aus, aber er ist nicht gut. Ist überhaupt nicht gut. Trifft nicht, trifft nicht. Aha. Ja, aber liegt dumm. Aber die Orange, ne? Oder die... Ist das Orange? Ich glaube, ich treffe die Schwarz zuerst. Ich glaube, ich spiele mal über Bande. Oh, passt auf. Jetzt ein Epic. Oh, das ist behindert gemacht. Da kann man gar nicht... Oh, da kann man gar nicht richtig gut... Das tut in den Fingern und im Kopf weh. Ja, komm, wir machen einfach mal. Was zum? Die Bande war kaputt. Das ist nicht meine Schuld. Guckt euch mal an, wie der Tisch aussieht. Tisch ist echt behindert. Meine Kugel, meine Kugel! Scheiße, der hat bald alle. Ey! Oh, er hat meine Kugel berührt. Mit seiner Hand, durch seine Hand. Foul eigentlich. Ist eigentlich schon... okay. Falsche Farbe versenkt. Und falsche Kugel mit der Hand berührt. Ja, jetzt kommt wieder so ein Ding, wo ich wahrscheinlich... Hä? Wie jetzt? Das liegt doch perfekt. Ja, die weißen Striche verwirren mich. Wir haben voll komisch angezeigt. Okay, ich probiere es jetzt. Was ist das mit der Bande? Ich kann kein Bilder spielen. Achso, ich treffe die Kugel falsch wahrscheinlich. Ich muss das anders einstellen. Das ist bitter. Scheiße. Warum rollt die Kugel so behindert immer zurück bei dem? Gut, bei mir manchmal auch. Okay, jetzt hat er natürlich gute Chancen hier zu gewinnen. Das wäre bitter. Muss auch ohne Ansage und so. Nein. Nein.
Du verlierst nochmal. Scheiße, nein, nein, nein. Nein, ich will nochmal. Komm. Scheiße, ich hab... Oh nein. Nein, ich will nochmal. Kann ich nicht nochmal? Oh fuck. Scheiße. Oh fuck drauf. Dann gehen wir... Dann gehen wir einfach Golf spielen. Ey, was mach ich denn? Dann gehen wir Golf spielen, dann mache ich das offscreen. Ich hab gewonnen. Hat keiner gesehen. Tut mir leid. So. Ich habe außerdem weggedrückt und hätte ich jetzt noch ein Spiel gemacht. Kann ich jetzt gar nicht mehr. Gibt's irgendwo noch ein Billard-Dings? Ich glaube, war nur eins, ja. Scheiße. War nicht so geplant. Taxi? Okay, der hält an. Kommt ihr mit, dass wir nicht überfahren lassen? Sehr schön. Okay, Golf spielen. Ah, Mann, das regt mich jetzt gerade auf. Okay, where to? Golf? Ah, da. Gibt auch nur ein Golf-Ding. Warum gibt es nur ein Billard? Ein Lokal mit einem Billardtisch, wo man spielen kann. Verstehe ich nicht, aber jetzt egal. So, jetzt bin ich gespannt, Golf. Okidoki, Friend. Hab ich mal nicht gemacht. Ja, jetzt kann er sich auf einmal rausbeamen aus dem Auto. Mit Armando. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Nah an die Ziele, okay. Direkt trifft, ja. Noch irgendwas? Ah, das war schon. Ja, das dürfte ja nicht zu schwer sein, denke ich. Ich weiß nicht. Probier es einfach mal. Also ich habe den Typ eigentlich gut getroffen. So. In GTA 5 soll es übrigens... Oh, die Fahne getroffen. Bonuspunkte 5. Achso, weil ich das Ziel getroffen habe. Das überspringen wir. Wie der das macht. Mir scheißegal, wie der spielt. In GTA 5 soll man übrigens nochmal Golf spielen gehen. Hat man ja auch schon im Trailer gesehen. Aber diesmal besser gemacht. Also ganz normal Golf. Nicht so wie hier vom Dach aus. Habe ich die Dings getroffen? Nee. Egal. So. Wie viel Runde muss ich das dann machen? Und bam. Oh, perfekt. Gibt es da irgendwie Wind? Ah, nicht das Ziel getroffen. 3 Punkte, okay. Kann ich irgendwo näher ranzoomen? Nee, nee, nicht aufhören. So. Da sieht man gar nicht, wo die Fahne ist. Ist da die Fahne oder was? Ich mache jetzt einfach von hier. Ja, nicht gut. Oh, getroffen. Bonuspunkte 5. Das ist ja noch recht lame. Und... Bäm, fuck. Zu weit. Yep, das war nicht gut. Was, 0 Punkte? Willst du mich verarschen? Ach, da steht er. Oh, der hat 28... Ne, Moment. Deine Gesamtpunkte? Ah ja, der hat 28. War das jetzt gut? Ah, wieder zu weit. Oh, cool. Komm, Armando, verpiss dich. Okay, ich habe 10 Punkte Vorsprung. Noch 4 Bälle. Man. Ich habe zuerst gedacht, man kann... Oh, geil. Oh. Erfolg freigeschaltet. Genau, ja, das habe ich auch freigeschaltet in der einen Aufnahme, wo ich ja nicht gesehen habe. In Aerog... Ne, in Aerog, weiß ich nicht. Pool auf jeden Fall und Dart, glaube ich. Come on, bro. Und bam. Ich habe zuerst gedacht, als ich gehört habe, man kann Golf spielen, dass man auch wirklich Golf spielen kann. Also, aber wie gesagt, GTA 5 geht das dann wahrscheinlich. Perfekt. Perfekt. Ja, das ist Leichtgolf. Dass ich Pool verkackt habe, regt mich immer noch. Wo ist die Fahne jetzt? Wo ist denn die? Ist die da? Also die Stange. Sieht man nicht genau. Das, mit Pool regt mich auf. Geil, getroffen. Aber egal, mach ich wie gesagt offscreen. Habe ich jetzt keinen Bock drauf, nochmal aufzunehmen oder nochmal in der Aufnahme zu zeigen. Du hast das Spiel gewonnen. 80 zu 59, ja. Das war doch gut. Okay, gut. Okay, die wollen heim. Auch gut. Denn wir beenden hier den Part. Wir fahren die noch schön nach Hause, wie sich das gehört. Aber mit dem Taxi. Also das Taxi fährt uns nach Hause. Komm, checkt ein. Zielort. So, da.
muss ich jetzt dann denken, Pool nochmal zu spielen, damit das auch mit den Prozenten stimmt. Denkt einfach, ich habe gewonnen. Das Spiel war Betrug, weil er seine Hand, die Kugel mit der Hand berührt hat. Deshalb habe ich gewonnen. Sehr schön, die sind in die Kamera gelaufen. Okay. Oh, Infernus. Den holen wir uns. Nice. Wo sind wir denn? Ah, wir sind... Okay, den kann ich mir da am Haus parken. Aber hat eine scheiß Farbe, finde ich. Alter, Taxi! Aber ich würde sagen, wir beenden hier den Part und im nächsten Part wird es dann wieder spannender mit Story-Missionen und so. Denke ich mal, ja. Okay, gut, dann war's das für den Part. Wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.